Und schön, dass du da bist. Ich möchte heute erzählen von meiner Oberlidstraffung. Wie du sehen kannst, ich gehe mal ein bisschen näher, war der Termin jetzt doch schneller als erwartet. Und ja, von meinen Erlebnissen, Erfahrungen möchte ich einfach kurz ein bisschen was erzählen. Vielleicht hilft es dir, ja, wenn du auch davor stehst oder vor der Entscheidung stehst, Oberlidstraffung ja oder nein. Also ich bin jetzt schon 51 und mit 52 demnächst und ja, Schlupflieder habe ich schon mein ganzes Leben lang geerbt von meiner Mutter und von ihrer Mutter und ja, hat mich bis jetzt aber auch nicht wirklich so gestört. Bis jetzt, ja, so vor 2, 3 Jahren gut, habe ich schon gemerkt, dass es doch echt immer schwerer wurde, die Augen, Lider, ich bin müde geworden, ich konnte auch links und rechts nicht mehr so richtig gut gucken, hatte ich das Gefühl, aber irgendwie war ich auch dran gewöhnt und ja, jetzt war ich mir überhaupt nicht sicher, macht das jetzt Sinn oder nicht, oder? Weil es gibt ja es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird es von der Krankenkasse bezahlt oder es ist eine Schönheits-OP, die man halt selber tragen muss. Und da ich sowieso, also ich bin Diabetikerin und muss eh einmal im Jahr zur Augenärztin wegen dem Augenhintergrund. Und dann habe ich letztes Jahr im Dezember, wo ich meinen Termin hatte, einfach meine Augenärztin mal danach gefragt. Oder hat sie mich sogar drauf gebracht? Ich weiß es gar nicht mehr. So genau, auf jeden Fall hatte ich dann im Januar nochmal einen Termin zur Besprechung und zur Untersuchung. Und da wurde so eine Augenfelduntersuchung gemacht. Also da sitzt man dann in so einer kleinen Kammer und ein Auge wird zugedeckt und dann geht irgendwann halt das Programm los, dass da überall so kleine Blitze auftauchen und man hat da so einen Joystick oder sowas in der Hand und jedes Mal, wenn du so ein Lichtpunkt da gesehen hast, musste ich halt drücken. Ja, das habe ich halt auch so gemacht und ja, am Ende, also ich weiß gar nicht, wie lange es ging, ein paar Minuten und dann das Ganze mit dem anderen Auge und ja, da kam dann heraus, dass mein Sichtfeld doch erheblich schon beeinträchtigt war, so um 29 und 30% pro Auge irgendwie so. Und ja, da hat dann meine Augenärztin gesagt, das ist halt ein medizinischer Grund, also keine Schönheits-OP. Und ja, hat mich dann überwiesen an die Augenklinik in Erlangen. Also ich wohne hier in Bayern. Und ja, die haben dann Termin für mich da ausgemacht. Der war dann im Mai. Also von Januar bis Mai habe ich gewartet. Und dann eigentlich gar genau dasselbe Spiel nochmal, nochmal diese Augenfelduntersuchung. Und ja, Augenärzt hat sich das nochmal angeschaut, nachher der Professor und so weiter und so fort. Ja, und dann hatten die gesagt, ist es in Ordnung. Also die machen die OP. Aber erst, weil da eine sehr begehrte OP ist. Und ja, durch Corona bedingt halt auch die Plätze beengt sind. Januar 2024. Und da hatte ich dann tatsächlich meinen Termin bekommen. Ah, ich gedacht, so lange. Na gut, dann ist das halt so. Ja, okay, war ich ein bisschen enttäuscht, aber gut, 2 Jahre kann man vielleicht auch noch irgendwie aushalten. Und dann ich glaube, jetzt 4 Wochen müsste es gewesen sein. Also kann mich da nicht so dran erinnern, weil mein Lebensgefährte das mir eigentlich erzählt hat im Nachhinein. Also ja, also sagen wir mal so, jetzt vor 2, 2,5 Wochen gab es einen Anruf und ich kannte die Vorwahl nicht und habe dann auch gedacht, na, ich weiß nicht, was das wieder für ein komischer Anruf ist und bin da auch gar nicht rangegangen. Und ja, ein paar Tage später sagte mein Lebensgefährte, du, ich glaube, die Klinik in Erlangen, die hat angerufen. So, wieso haben die jetzt mich angerufen? Ist ja komisch. Und ja, dann habe ich halt zurückgerufen
Und achso, und dann meinte er halt, also die Woche davor wäre schon mal ein Anruf gewesen, wo er glaubt, dass es die Augenklinik wäre. Und also, weil ich bin halt hierher gezogen und mein Lebensgefährte kommt hier, also direkt aus dem Umfeld, also der kennt sich hier besser aus mit den Telefonnummern. Und ja, und dann habe ich da zurückgerufen. Und dann, okay, sie haben mich da vor 3 Tagen anscheinend irgendwie angerufen. Und dann meinte sie, ja, da wäre jetzt ein Bett frei gewesen. Und dann gehen sie halt die Warteliste, klappern sie halt ab telefonisch und gucken, wer denn da Lust hat, dann da sozusagen einzuspringen. Ja, und dann waren sie auch bei mir und ich bin ja halt nicht rangegangen, weil ich ja nicht wusste, was das für ein Anruf da war. Ärgerlich, ich habe mich die ganze Woche geärgert, war ziemlich sauer auf mich, dass ich da nicht einfach mal rangegangen bin. Ja, und dann habe ich dann das aber gleich so gemacht, dass ich Augenklinik, also ich habe die Nummer eingespeichert, habe Augenklinik draufgeschrieben und habe das Telefon fast nicht mehr aus den Augen gelassen. Das war immer schön in meiner Nähe, weil wenn bei uns der Anrufbeantworter anspringt, dann kann ich nicht abnehmen. Und dann ist der Anruf weg, weil die sprechen nicht auf dem Anrufbeantworter, die rufen dann halt die nächste Person an auf der Liste, ist ja klar. Und ja, und wie der Zufall das jetzt so wollte, letzte Woche Mittwoch klingelte das Telefon und es war Gott sei Dank in meiner Nähe. Ich habe wirklich gut aufgepasst, immer wieder, wenn ich zu Hause war. Ja, und es ist dann Augenklinik und ich habe mich schon irrsinnig gefreut. Ich so, ja, hoffentlich ist es jetzt soweit. Und es war dann soweit, ja. Die haben gesagt, morgen, also der 30.06. wäre ein Bett frei spontan, ob ich Lust hätte und könnte. Und ich so, ja, sofort. Ich bin dabei. Ja, und so kam es dann, dass ich dann ja, nach Erlangen, also mein Lebensgefährte hat mich dann nach Erlangen gefahren am Donnerstagmorgen um 7 sollte ich da sein und sollte eigentlich noch stattfinden, die OP. Hat sich dann aber etwas verschoben. Zumindest habe ich mich jetzt erstmal dann aufnehmen lassen und ja, dann musste man einen Corona-Test, also einen PCR-Test machen und Blut abnehmen. Also dieses ganze Prozedere, was dann da halt so ist und Anmeldebogen ausfüllen und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich irgendwann gegen 11, glaube ich, durfte ich dann ins Zimmer. Da war dann geputzt und ja, da habe ich gefragt, wann geht es denn los, weil es hieß, ich sollte morgens operiert werden. Ja, auf Abruf und naja, gut. Dann habe ich halt gewartet. Ich hatte dann noch 2 weitere Bettnachbarn, Zimmernachbarinnen, die operiert worden waren, aber halt wegen anderen Diagnosen. Aber sie waren sehr nett und ja, dadurch war ich jetzt so meine freudige Überraschung ist dann so ein bisschen, ja, ich konnte reden und die haben was erzählt und dann konnte ich mich so ein bisschen chilliger, bisschen mich entspannen. Es gab dann Mittagessen und dann habe ich ein bisschen was gegessen. Arg Hunger hatte ich dann nicht. Und ja, und dann war es dann 2, dann war es dann 3. Ist schon komisch irgendwie. Und ich glaube, so um 4 rum nachmittags, also 16 Uhr rum, kam dann die Augenärztin, die mich aufgenommen hat, und der Professor, der schon mit mir den Termin vereinbart hatte im Mai, der kam dann sehr persönlich vorbei und meinte, ja, da waren jetzt sehr viele Notfälle heute gewesen und Personal und er weiß nicht, ob das denn heute noch funktioniert. Ich sage, das ist mir wurscht, ich bleibe hier im Bett, weil er sagte, ja, also wenn Sie jetzt nach Hause gehen, das kann jetzt wieder doch bis zu 2 Jahre dauern, bis ich wieder Bescheid bekomme. Also nee, ich bleibe am Bett, im Bett, ich fessel mich, ich gehe nicht heim. Und ja, so, dann muss er mal schauen, sonst machen wir das vielleicht eher dann Freitagvormittag. Ist alles in Ordnung, dann bleibe ich halt einen Tag länger. Ja, und dann ist er wieder gegangen und ich glaube, 10 Minuten, Viertelstunde später höchstens kam dann die Schwester. Es geht los, Sie können sich bereit machen. Ja, okay, dann doch. Ja, und dann habe ich einfach nur ein paar dicke Socken bekommen, ein OP-Hemd und bin dann im Rollstuhl runtergefahren worden zu den OP-Sälen da und dann auf die Liege. Und ja, einen Zugang haben sie mir ja hier gelegt. Das ist ja normal, so für Infusionen oder falls irgendwas ist. Und das Ganze ist unter, wie nennt man das, örtliche Betäubung. Also ich hatte keine Vollnarkose, sondern ich war wach. Und
habe auch im Nachhinein verstanden, warum, weil ich dann immer mal wieder gucken sollte. Ja, das wäre ja im Schlafzustand nicht möglich. Also damit er immer gucken kann, so wie das so ausgerichtet ist, das Ganze, ob das passt, symmetrisch. Ja, zumindest habe ich dann da erstmal gelegen unter einer schönen Decke, schön kuschelig warm. Und dann haben sie mir Augentropfen gegeben, damit ich das Desinfektionsmittel besser vertrage, hat sie gemeint. Also weil der mit Desinfektionsmittel irgendwie auch gearbeitet wird. Und ich bin gedacht, Desinfektionsmittel, nachher jetzt das meine Augen weg. Es war schon ein bisschen komisch so. Und ja, zumindest habe ich dann irgendwann, also sie hat dann gemeint, machen Sie ruhig die Augen zu, entspannen Sie sich. Und das habe ich dann gemerkt. Und als ich die dann aufmachen wollte, merkte ich, dass es hier schon so, dass es schwerer war. Dann habe ich nachgefragt, ob das auch ein Narkosemittel ist. Meint sie, ja, ein bisschen Narkosemittel ist auch drin. Das wäre ja schön, man hätte es gleich gesagt. Aber okay, dann war das halt schon so ein bisschen betäubt sozusagen, nicht viel. Aber ich habe gemerkt, wenn ich die Augen aufgemacht habe, dass das schwerer geht. Ja. Dann haben sie mich hingerollt zum Operationssaal. Also das andere war so ein Vorraum natürlich so. Und ja, Infusion gelegt, Blutdruck nochmal gemessen, also Manschette dann. Sollte ich mich nochmal hinsetzen, dann kam der Arzt, also der Professor hat es selber gemacht. Sollte ich mich hinsetzen, dann hat er noch meine Augen gezeichnet, also so Linien gezeichnet. Und das hat ein paar Minuten gedauert und dann durfte ich mich wieder hinlegen. Und dann wurde ich hier zugepackt, also bis auf das Gesicht, alles zugeklebt und ja, das Operationsbesteck wurde bei mir da oben drauf gelegt. Dann ja, wurde ein bisschen Musik angemacht. Es war nicht so schön, die Musik. Ich hatte mich über bessere Musik gefreut, aber es war irgendwie so ein afrikanischer, keine Ahnung, Geburtstanz oder so. Also, die ganze Zeit und dann sagte der Arzt irgendwann aber auch, also die Musik, Naja, dann wurde das Radio, der Sender nochmal gewechselt und dann kam irgendwie so ein spanischer Sender, wurde die ganze Zeit auf Spanisch irgendwas gebracht, aber naja, okay, das nebenbei. Ja, und dann kam das Schlimmste für mich, was aushaltbar ist, aber jetzt von diesem ganzen, von der ganzen OP war das Schlimmste, die Betäubung. Also ich habe dann hier also 1, 2, 3 oder vielleicht auch hier oben, ich weiß, aber ich glaube, es war eher in diesem Bereich und auch auf der anderen Seite, also dreimal auf jeden Fall, hat er da reingespritzt. Und wer dann schon mal so eine Spritze in so beim Zahnarzt so in den Kiefer und das so ein bisschen knirscht, der weiß, wie es da oben sich anfühlte. Also es war echt, boah, jetzt habe ich mich hier noch eingesaut, meine Brille. Das war schlimm. Das ja, ist dann auch schnell vorbei, aber es war trotzdem boah, nicht so dolle. Ja, dann musste ich 5 Minuten ungefähr warten. Das ist dann so, ja, bis die Wirkung dann kam. Und dann ging das los. Und ich hatte die Augen ja zu und irgendwie ging es nur nach Skalpell. Und ich wusste ja gar nicht eigentlich, wie die OP stattfindet in dieser Aufnahme oder in dieser Erklärung, die man dann auch unterschreibt oder die ich unterschrieben habe. Wegen den Risiken war jetzt eigentlich das einzige Risiko, wo ich gedacht habe, bitte nicht, ist, wenn halt zu viel abgeschnitten wird vom Lid, dass das Auge dann sich nicht mehr richtig schließt. Also, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht so, also dass es eben nicht komplett schließt. Da hatte ich jetzt echt am meisten Angst vor, ne, dass da irgendwas, weil wenn ab ist, ist ab. Und sie hat zwar gesagt, dann gibt es halt noch eine weitere OP irgendwann zum Korrigieren, aber muss ja nicht sein. Also da war ich so ein bisschen, Okay, auf jeden Fall habe ich dann auf einmal so eine Flüssigkeit gespürt und ich weiß aber nicht, was es war. Also ich hatte kein Blut oder so das Gefühl, dass es war irgendwie, vielleicht war es Wasser, vielleicht war es Flüssigkeit, die man unterm Schlupflid hatte oder keine Ahnung, also mit dem rechten Auge hat er halt angefangen und das hat auch ewig, also für mich gefühlt ewig gedauert. Beim linken Auge ging das schneller. Warum auch immer. Ja, und beim rechten Auge, ja, wie gesagt, dann hat er da halt das mit dem Skalpell aufgemacht und er hat ja auch nicht gesagt, was er macht. Also ich habe dann irgendwie nachher so Schneidegeräusche, so wie man so Nägel schneidet oder so. So kleine
kann man das so? Ja, so. Immer so kleine Schnipsel. Hab keine Schere oder irgendwo, ich habe nichts gesehen. Und ja, auf einmal roch es dann etwas verbrannt und dann war das wohl dieser Lötkolben oder ich weiß nicht, was man da benutzt. Ja, Lötkolben schätze ich mal, irgendwie sowas. Um das dann, weiß ich nicht, zu schließen halt. So, das hat die Haut. Ja, das war noch ziemlich unangenehm und einmal hatte ich das Gefühl, also hätte jetzt 2 Sekunden früher mal aufhören sollen. Das, also einmal so richtig so diesen Brand so ein bisschen gespürt. Aber alles in Ordnung, also es hat sich nichts mein Auge verbrannt oder irgendwie so. Das war, vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl unter Narkose oder was gewesen und ja, stimmt vielleicht nicht. War halt, ist jetzt halt so meine Wahrnehmung. Und dann hat die das Nähen ewig gedauert. Also jetzt im Nachhinein habe ich ja erst gesehen, wie viele, also ich kann noch mal näher kommen, wie viele Stiche das sind. Das ist doch das ganze Auge, die beide Augen, also bis hier runter. Und da muss ich sagen, da tut es auch immer noch weh. Also dieser Faden, der jetzt noch drin ist. Ah, jetzt wird es ein bisschen besser. Ich habe so eine Salbe bekommen, die ich 3-mal am Tag hier so vorsichtig raufschmier. Ja, gesehen habe ich erstmal nichts in die Salbe, aber jetzt, heute ist Dienstag, Donnerstag war die OP, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, also 5. Tag, also heute bin ich mit dem Auto gefahren. Ja, also das muss ich sagen, auch hier dieser, also gut, das ist hier auch noch so von dem Faden, das ist so ein bisschen härteres Material, also das tut weh, das ist empfindlich. Ja, ansonsten geht es von den Schmerzen. Also dann haben sie mir beide, also nach der OP, gesagt, alle andere Auge genau dasselbe, nur alles schneller und auch weniger schmerzhaft. Das Ganze hat so 1 Stunde ungefähr gedauert, bis ich wieder oben auf Station war. Also OP, also runter waren, OP wieder hoch, so ungefähr 1 Stunde würde ich sagen. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, halt von der OP runter in den Rollstuhl wieder mit verbundenen Augen. Also die mussten irgendwie so jetzt einen Schritt, dann ist der Rollstuhl da. Und also es ist schon komisch, wenn man gar nichts sieht. Und als ich auf Station war, habe ich ein Kühlpack bekommen. 2 Stunden kühlen und nichts sehen. Und ja, hatte ich ein bisschen Hunger. Es war ja dann schon 5:30, 6 rum und die Schwester hat mir dann ein Brot gemacht. Und ich habe das dann mit verbundenen Augen. Habe ich es dann gegessen? Gibt auch eine ganz andere Wahrnehmung plötzlich, wenn die Augen nicht mehr so sehen können. Also ja, aber immer richtig, oh, das Brot, das schmeckt so. Oder auch das ist ja eine recht dicke Brotscheibe oder also sowas, was man sonst irgendwie gar nicht so richtig wahrnimmt eigentlich. Das habe ich dann schon wahrgenommen. Ja, und nach 2 Stunden ist das Pflaster hier abgekommen auf der linken Seite. Und ach, das ist dann so herrlich, wenn man weiß, man kann eigentlich wieder sehen. Also es war zwar alles verschwommen, also richtig klar habe ich nicht gesehen. Es wurde nachher besser. So nach einer halben, dreiviertel Stunde habe ich ein bisschen mehr gesehen. Aber ich wollte eine WhatsApp schreiben an meine Familie und ich habe gar nichts gesehen. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, das konnte ich schon gleich gar nicht lesen. Ja, konnte man vergessen an dem Abend dann noch. Also es war ja dann schon weit nach 8. 8:30 und dann habe ich endlich irgendwann mal geschlafen. Auch ein bisschen anstrengend war es. Also ich bin halt ich habe halt mich auf die rechte Seite schon gelegt oder auch auf die linken Seite, weil nur auf dem Rücken das ging nicht. Hat auch keiner gesagt, dass ich so nicht liegen darf. Aber die Krankenhauskissen waren sehr hart, sehr steif für den Augenklinik. Und ja, und dann, wenn ich mich dann so aufs Kissen gelegt habe und gerade, wie gesagt, hier diese Seite, das hat gepiekt und es tat wahnsinnig weh und ja, naja, okay. Nacht überstanden, am nächsten Morgen bin ich dann schon, ja, ich musste mich ein bisschen früher entlassen lassen. Also vielen recht herzlichen Dank, falls das da jetzt irgendjemand aus der Klinik da sieht. Normal dauern diese Entlassungspapiere und alles viel länger. Also ich bin morgen, achso genau, also das rechte Auge war zugeklebt bis morgens. Ja, so beim Frühstück kam dann eine Schwester rein und
halb acht, acht irgendwie so. Ich könnte jetzt zum Arzt und der Oberarzt ist auch da und der macht es halt selber ab. Also die ganze Nacht hatte ich auf der rechten Seite noch diesen Verband und der hat es dann runter gemacht bei der Untersuchung und hat auch gesagt, es ist richtig toll geworden und das nochmal von diesem Millimeter. Also er meinte, es ist alles gut. Er hat nicht zu viel abgeschnitten und ja, also wie gesagt, Fotos vorher und so, das haben wir alles schon im Mai gemacht. Da musste ich ja jetzt nichts mehr vormachen. Hat das nochmal rausgeholt, dass die Kollegen das nochmal sehen können, wie ich ursprünglich ausgeschaut habe und wie ich jetzt ausschaue oder da ausgeschaut habe. Genau, und dann durfte ich halt nach Hause. Und jetzt bin ich die Woche krank geschrieben. Weiß nicht, ob ich noch eine Woche brauche oder, also ich merke, dass es hier oben, dass ich hier Schmerzen noch habe. Also neige wirklich zu Kopfschmerzen. Ich bin eigentlich normalerweise kein Mensch mit Kopfschmerzen. Kühlen immer noch, die Salbe benutzen und ja, jetzt, wenn jetzt hier keine Sonne ist, habe ich meine Brille auf. Ansonsten Sonnenbrille. Ganz wichtig. Ja, das ist so die OP gewesen. Am Freitag geht es jetzt zum Fädenziehen. Dann schaue ich wieder nochmal anders aus. Ich habe natürlich ein paar Fotos gemacht. Wenn ich es schaffe, also es technisch hinbekommen, werde ich die irgendwie hinten nochmal anfügen, die Fotos nach dem Video. Wenn nicht, also werde ich es wahrscheinlich auf Instagram irgendwie auch nochmal posten. Aber alles langsam, so wie es mir halt geht. Ja, ich bin aber soweit eigentlich ja fit. Jetzt könnte ich heute auch wieder kochen. Wir haben jetzt die letzten Tage Salat gegessen und Fischbrötchen oder irgendwie, also was Einfaches halt. Ja, genau. Ja, das ist so mein Erfahrungsbericht aus der Augenklinik in Erlangen. Ein sehr nettes Personal, tolle Ärzte, auch der Professor, der das da operiert hat, oder ja, Oberarzt, nee, glaube ich, nee, Professor. Also sehr nett und ja, hat sich Zeit gelassen, hat das super gemacht, einfach wenn man denkt, dass der ganze Tag schon stressig war, auch für die Mannschaft, dass da doch noch OP-Schwestern oder Anästhesie, dass da noch was war um die Uhrzeit, fand ich echt toll. Also ich hätte aber jetzt auch bis Freitag gewartet, also einen Tag war länger gewartet, aber ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, stand auch da schon einiges an. Also ja, finde das toll, dass es so ist und dass es das gibt und dass die jetzt weg sind. Ich kann jetzt selber, also ich weiß, ich muss da hinschauen. Ich sehe so mich besser. Ja, so richtig kann ich das jetzt für mich noch gar nicht so sehen, dass das jetzt eine große Veränderung ist. Also ich nehme mal die Brille ab. Halt hier die Schlupflider, also ich darf jetzt noch nicht so drauf, wegen der Infektionsgefahr. Also hier alles so ein bisschen runtergezogen. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe andere Fotos gesehen, wo die Augen komplett blau unterlaufen waren. Also bei mir ist es jetzt nur rot und ein bisschen geschwollen. Er hat auch gesagt, weil ich ja hier auch wenig, war das hier oder da, oder beides, ich glaube hauptsächlich da, weil ich auch so wenig Augenbrauen hatte, sind mir da irgendwie mal abhanden gekommen. Konnte er sich auch schwierig dran orientieren. Normalerweise, wenn man gute Augenbrauen hat, kann man besser operieren, hat er gemeint. Oder er kann besser operieren, weil er dann weiß, wo Schluss ist. Ja, und da bin ich ja mal gespannt. Er hat gesagt, ich soll mal das probieren mit permanent Augenbrauen irgendwas. Und wenn das alles verheilt ist, werde ich es auch mal machen, dass es alles aufgefüllt wird. Und dann sagt er, dann wäre es noch ein schöneres Ergebnis. Ja. Ja gut, jetzt so langsam, wenn ich mir jetzt in der Kamera sehe ich schon. Also ich sehe zumindest besser, muss ich schon sagen. Also wenn ich jetzt am Computer schaue, dann denke ich auf einmal so, huh. Also es ist ja mit dem Lid nichts gemacht, sondern mit der Sehstärke, aber es ist auf jeden Fall heller um mich rum, auch an den Seiten, da wo halt
das immer so runterhängt. Also wenn ich das so ein bisschen zumache, dann sehe ich hier nichts. Und wenn ich das jetzt aufmache, dann sehe ich jetzt hier meine Hand. Und das war vorher einfach auch nicht so. Ja, das ist mein OP-Bericht. Und ja, eigentlich ist es ja ein Bastelkanal. Und ja, an die Bastlerinnen, die meinen Kanal verfolgen, deswegen habe ich auch die letzten Tage nichts mehr hochgeladen. Ich habe zwar noch ein bisschen was gebastelt gestern, vorgestern, aber nicht lang und auch nichts, was man filmen könnte. Und ich wollte jetzt auf jeden Fall auch als erstes dieses Video hier drehen. Und das habe ich somit getan. Und wenn Fragen bestehen von Nicht-Bastlerinnen, die dieses Video sehen, ihr dürft mich gerne anschreiben oder in den Kommentaren Fragen stellen. Vielleicht habe ich das eine oder andere vergessen, aber im Großen und Ganzen ist das so, wie meine Erfahrung ist. Also bei meiner Mutter wurde auch eine Lidstraffung durchgeführt. Oh, das ist aber auch schon 15 Jahre oder länger her. Und die war ambulant bei ihrem Augenarzt oder ich weiß gar nicht, wer das ist Chirurg, der das gemacht hat. Aber ihr wurde halt nur ein Auge gemacht. Und dann nach Hause und ich weiß nicht, ein paar Wochen später dann das zweite Augenlid. Ich war jetzt halt in der Klinik. Also ich denke, das variiert, glaube ich, von den Ärzten oder von den Bundesländern her. Also, weil meine Mutter wird in Schleswig-Holstein damals, also ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Vielleicht wird es in Schleswig-Holstein so gemacht und in Bayern so und in Hessen oder Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder wo auch immer wieder anders. Das ist arztabhängig oder wie auch immer, keine Ahnung. Bei mir war es jetzt so. Also in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja. Und mit meinem Bastelkanal geht es dann demnächst weiter. Und ja, wahrscheinlich werde ich, nee, sehr wahrscheinlich oder überhaupt, wenn am Freitag die Fäden gezogen sind, werde ich mich nochmal melden. Und dann, ja, sieht es vielleicht nicht ganz so gruselig aus wie jetzt mit diesen, also ein bisschen an so Halloween-Puppen, wo die Augen so vernäht sind. Okay, jetzt ist aber genug. Also, danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!